Wir begrüßen nun ganz herzlich Herrn Florian Pfaff, Major der Bundeswehr im Ruhestand. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Ich rufe also alle auf, auch an der Eskalation nicht mitzuwirken, sondern auch die Eskalation verbal und sonst wie abzulehnen. Also erstmal Dank an alle, die jetzt hier sind, denn wie Kardinal Reinhard Marx in München gesagt hat, wir haben die falschen Denkmäler. Wir dürfen die Denkmäler nicht mehr für die Kriegsfürsten aufstellen. Wir müssen die Denkmäler für die Friedensliebenden aufstellen, für alle diejenigen, die Frieden stiften. Das wäre besser für die Welt. Diese Fürsten der Welt, die diese Kriege einfädeln und diese Kriege dann zum Teil selber ja auch begonnen haben, diese Fürsten geben sich gerne als friedliebend aus und als Wertesystem, als regelbasiert, was sie da machen. Dabei ist die Regel sehr leicht zu durchschauen. Es geht um Macht, Geld und jede Menge Heuchelei. Das will ich belegen am Beispiel der Bundeswehr. Ich habe das 2003 selbst wie folgt erlebt. Mir wurde gesagt, Sie haben zwar richtig gehört, dass gestern im Fernsehen gesagt wurde, wenn der Irakkrieg losgeht, ist das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, aber jetzt vergessen Sie mal die Gesetze und vergessen Sie mal, was wir Ihnen gesagt haben, dass Sie da verweigern müssen. Sie verweigern jetzt nicht. Sie ignorieren jetzt die Gesetze vorsätzlich und auch Ihren Diensteid. Dann habe ich natürlich gesagt, nein, ich werde meinen Eid nicht brechen, denn vorsätzlich ignorieren heißt für mich, die Gesetze und den Eid zu brechen, da spiele ich nicht mit. Den müsst ihr schon alleine führen, diesen Krieg. Wenn ich einen Befehl erhalte, wo ich glaube, dass ich beteiligt werde, dann werde ich verweigern. Ich habe also gar nichts verweigern müssen, ich habe nur angedroht, ich würde verweigern. Das hat mir eine Woche Klapsmühle eingebracht. Das hatte ich eigentlich nur aus kommunistischen Ländern gehört, dass man da in die Klapsmühle kommt. Nach dem Motto, weißt ihr denn nicht, wer die Macht hat? Ja, natürlich wusste ich, wer die Macht hat. Das waren die USA. Aber mein Diensteid war Recht und Freiheit des deutschen Volkes. Heute darf man das Wort Volk ja gar nicht mehr sagen, aber es ist mein Diensteid und da habe ich gesagt, den breche ich nicht. Was hat die Bundeswehr gemacht? Die Bundeswehr hat gesagt, dann schicken wir halt, wenn das mit der Klapsmühle nicht funktioniert, nach einer Woche hat man mir ja bescheinigt, ich bin kerngesund, dann schicken wir halt den Staatsanwalt. Was hat die Staatsanwaltschaft gemacht? Sie hat gesagt, das Verfahren stellen wir sofort ein. Was soll er denn sonst machen bei dem, was im Presse, Funk und Fernsehen kommt? Was hat die Bundeswehr gemacht? Beschwerde gegen die Einstellung durch die Staatsanwaltschaft. Lange Rede, kurzer Sinn, nach Degradierung durch Truppendienstgericht und so weiter ging das nach Leipzig zum Bundesverwaltungsgericht. Das hat festgestellt, bei solchen völkerrechtlichen Delikten muss noch nicht mal ein Major der Bundeswehr mitmachen. Der hat völlig recht und den dürft ihr deswegen nicht schwer benachteiligen. Das heißt, damit war die Beförderungssperre aufgehoben und die Bundeswehr war verpflichtet, sich wieder an Recht und Gesetz zu halten. Was hat die Bundeswehr gemacht? Ja, das wird man jetzt nicht glauben können, aber es war so. Die Bundeswehr hat heimlich in ihren internen passwortgeschützten Bereich eingestellt, dass wir jetzt nicht nur die Gesetze ignorieren, sondern auch dieses Gerichtsurteil nicht umsetzen werden. Das habe ich rausgekriegt. Und da muss man das dazu sagen, damit hat sich im Grunde die Bundeswehr als Armee abgeschafft. Sie war dadurch ja eigentlich nur noch ein bewaffneter Haufen, denn der Unterschied zwischen einer Armee, regulären Armee und einem bewaffneten Haufen ist, dass der bewaffnete Haufen sich eben nicht an Recht und Gesetz hält. Und ich bezeichne seither alle diese meine Vorgesetzten, die wussten, dass es um einen Angriffskrieg ging. Manche wussten es vielleicht nicht, weiß ich nicht. Aber die es wussten, und das sind bestimmt sehr viele, die bezeichne ich alle miteinander als Verbrecher und nicht als Generäle. Diese Dinge werden natürlich bei uns streng geheim gehalten oder ziemlich geheim gehalten. Es gibt ein paar wenige Berichte darüber. Es gab einen Phoenix und es gibt ein paar Zeitungsberichte, aber so klein, dass es hier die Masse nicht gewusst haben wird, wie schlimm die Bundeswehr sich da aus der Demokratie verabschiedet hat. Und damit kann man sagen, wir haben in Deutschland eben keine funktionierende Demokratie mehr, sondern eine eingeschränkte. Das führt dazu, dass viele Leute, übrigens auch der, den ich schon zitiert habe, der Kardinal Reinhard Marx, dann dem betreuten Denken durch die Medien folgen und behaupten, dass wir ja die Besseren sind. Also wir haben ja 1999 in deren Augen
keinen Angriffskrieg geführt. Das, was die NATO aber in Jugoslawien gemacht hat, war ja schon 1999 ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, sodass alle diejenigen entweder heucheln, das will ich Herrn Kardinal Marx nicht unterstellen, oder sich einfach irren, weil sie von den Medien in die Irre geführt werden, weil die Verleumdung machen und Volksverhetzung machen, diese Medien, die sagen also, nur die Russen sind böse. Nein, die Russen haben es der NATO nachgemacht. Die NATO waren die Ersten, die in Europa wieder Krieg gemacht haben, illegal. Dritter Punkt. Im Fall der Ukraine sieht es nicht besser aus als 1999, denn auch das ist von der NATO eingefädelt, muss man so deutlich sagen. Als Beleg nehmen Sie bitte Viktoria Nuland, die nicht ganz freiwillig das zugegeben hat. Das Telefonat wurde ja abgehört, wo sie die EU ficken wollte und wo sie gesagt hat, 5 Milliarden sind gut angelegt. Und das hat ja vielen nicht gereicht. Also der General Chekin hat in Fox News ja dann hinterher gesagt, jetzt haben wir mittlerweile 66 Milliarden in den Ukraine-Krieg gesteckt. Das ist eine gute Investition, weil dort nur Ukrainer sterben und keine Amerikaner. Man kann das auch länger ausführen, mache ich jetzt nicht. Da gibt es George Friedman und andere, die ihn wieder bestätigen, also Mearsheimer zum Beispiel. Alles Amerikaner, keine russischen Agenten, die sowas behaupten. Und deswegen sage ich, was jetzt passiert, ist kein Einzelfall und ist nicht Zufall. 2014 hat bereits die Frau Nuland, beziehungsweise zumindest hat sie sich sehr gefreut, wenn sie es nicht selber eingefädelt hat, eben diesen Putsch in der Ukraine begrüßt oder durchgeführt. Und das war Völkerrechtsbruch. Man darf nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates sich per Umsturz einmischen. Genauso war der Bürgerkrieg, den ja nicht Russland begonnen hat. Der Ukraine-Krieg wurde ja durch die Ukraine begonnen als Bürgerkrieg. Das war natürlich auch Völkerrechtsbruch. Damit bin ich beim russischen Angriffskrieg, den ich genauso verurteile. Das ist auch ein Angriffskrieg, denn die UNO-Charta erlaubt nur Selbstverteidigung. Und so hart das ist, die Russen, die in der Ukraine gelebt haben, das waren Ukrainer, also zwar russisch von der Ethnie her, aber eben keine russischen Staatsbürger. Und damit hatte Russland kein Recht, so wie die NATO, zu sagen, wir schützen die jetzt. Also dieses Responsibility to Protect und wir müssen da jetzt Hufeisen planen und KZs verhindern und so, alles was da gewesen ist. Das sind ja Dinge, die im Völkerrecht nicht vorgesehen sind. Im Klartext, der russische Krieg, der aus dem Bürgerkrieg einen internationalen bewaffneten Konflikt gemacht hat, ist auch völkerrechtswidrig und von dem distanziere ich mich genauso wie von den ersten beiden. Nun kommt etwas, was in den Medien nicht kommt, denn bei den drei Dingen bleibt es leider nicht. Es gibt einen weiteren Völkerrechtsbruch, der in den Medien so nicht genannt wird. Das ist das, was Deutschland macht, was die Regierung gemacht hat und wofür sie eigentlich ins Gefängnis müsste, nämlich, dass sie sagen, wir wollen Russland ruinieren. Wir wollen sogar so viele Waffen riskieren zu liefern, dass wir eventuell uns in einem Krieg befinden. Die Außenministerin wollte das sogar schon erklären, wir seien in diesem Krieg. Wer jedes Land, was sich in diesen internationalen bewaffneten Konflikt zusätzlich einmischt, also was aus dem, ich sage mal, jetzt bestehenden Krieg einen dritten Weltkrieg machen will, wäre genauso illegal. Denn es gilt auch da, Russland und die Ukraine sind beide nicht Mitglied der NATO. Damit ist weder die NATO noch Deutschland noch Polen oder das Baltikum angegriffen, sondern es ist eine Sache, die man von der UNO regeln müsste, wo man schnell einen Waffenstillstand herbeiführen müsste und das dann in Ruhe klären, ohne es zum Weltkrieg zu treiben. Und jeder, der den Weltkrieg riskieren will, der jetzt nicht nur Angriffswaffen, sondern auch Ausbildung liefert und damit, wenn, zumindest wenn er sagt, ich möchte, dass das weiter eskaliert, ist auch ein Verbrecher. Damit bin ich bei dir gekommen. Nämlich bei der Frage, sollen wir Waffen liefern? Das lässt sich daran, an dem, was ich gerade gesagt habe, leicht entscheiden. Wir dürfen jedenfalls nicht Kriegspartei werden. Unser Bundeskanzler, den ich hier lobend erwähnen möchte, versucht ja gerade den Ritt auf der Rasierklinge, dass wir helfen, wo wir können. Ist so die Frage, ob dann nicht eben Leoparden mit Ausbildung doch schon Krieg sind. Auf jeden Fall versucht er, dass Russland es nicht so sieht,
dass wir Kriegspartei sind. Und bisher hat es funktioniert. Russland hat uns nicht angegriffen. Es waren nur die USA, die uns angegriffen haben mit der Pipeline. Man kann zugleich Täter und Opfer sein. Nehmen wir die Ukraine, die diesen Bürgerkrieg begonnen hat, da ist sie eindeutig Täter und jetzt, wo sie von Russland angegriffen wird, ist sie Opfer. Oder wenn die Ukraine in dem Krieg, wo sie Opfer ist, die Kriegsgefangenen ohne Gerichtsurteil einfach tötet. Und Sie wissen vielleicht, die UNO hat das beanstandet. Die UNO hat gesagt, bitte, liebe Ukraine, aufhören mit dem Töten der Kriegsgefangenen ohne kurzen Prozess. Wer das also macht, der ist auch in einem Verteidigungskrieg Täter. Und auch dagegen spreche ich mich klar aus, gegen alle Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Das erste Opfer des Krieges, nicht im Krieg, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Warum nicht im Krieg? Ja, weil der Krieg meistens durch Lügen herbeigeführt wird. Die letzten Kriege alle. Auch der Zweite Weltkrieg, seit 1945 wird zurückgeschossen, oder zum Beispiel auch Irakkrieg, ABC-Waffen. Das ist ja alles in die Hose gegangen, dann hat man sich eben die schönen Terroristen erfunden und hat dann War on Terror immer unter die Fernsehbilder geschrieben. Das diente ja der Kriegsvorbereitung und dem Kriegsbeginn. Und da ist dann natürlich im Krieg dann nicht mehr so schlimm, wenn die Wahrheit aufkommt, denn dann hat man den Krieg ja schon begonnen, dann ist ja das, was man wollte, schon erreicht. Und die USA wollten diesen Krieg in der Ukraine, das kann man wie gesagt nachlesen, schon bei Kissinger, bei Brzezinski nachlesen. Mearsheimer hat es deutlich bestätigt, dass das eben die Ideologie war. Und selbst der jetzige CIA-Chef, der hat ja auch, also der von Biden, Herr Burns, der hat ja auch gesagt, wenn wir die NATO ausdehnen, dann muss Russland einen Krieg führen. Es war also klar gewollt und die Lüge, dass Russland dort die Ukraine vereinnahmen will oder vielleicht sogar ins Baltikum einmarschieren oder bis an den Rhein marschieren will, das sind alles nur Lügen. Russland wollte die NATO nicht haben im Land. Das war der Grund. Wie gesagt, kein ausreichender Grund. Es hätte andere Mittel gegeben, UNO oder was auch immer. Angriffskrieg lehne ich ab. Aber man kann nicht sagen, Russland hätte keinen Grund gehabt, es hatte nur keinen ausreichenden. Russland war mehr oder weniger gezwungen, diesen Krieg zu führen, wie gesagt andere Leute gesagt haben. Sonst hätte ich ja hier Probleme, dass ich mit § 130 Strafgesetzbuch belangt werde, weil ich hier falsche Dinge behaupte. Das will ich natürlich nicht, ich bin ein Freund der Wahrheit. Aber die muss gesagt werden dürfen. Und der Beweis, dass Russland die Ukraine natürlich sich nicht einverleiben will, ist sehr einfach. Erstens wäre es widersinnig. Er würde ja genau das, was er sagt, was er haben will, was er fordert von der NATO, nämlich fern zu bleiben von Russland, würde er ja selbst herbeiführen. Wenn er sich in die Ukraine ausdehnt, ist ja auch kein Puffer. Außerdem würde er sich den ganzen rechten Sektor reinziehen. Das ist ja keine Erfindung der Medien, das ist ja keine russische Propaganda, beziehungsweise keine falsche Propaganda. Natürlich machen die damit auch Propaganda, aber das ist ja alles wahr, dass es in der Ukraine diesen rechten Sektor gibt. Und wenn er den im Inland hätte, wäre schön blöd. Der will natürlich lieber, dass die ganzen Nazi-Anhänger, da komme ich noch auf einen zu sprechen, auf Herrn Menig, dass die bitteschön außerhalb von Russland bleiben. Er hat sicher ein Interesse daran, dass die bekämpft werden, aber er will sie sich erst recht nicht ins eigene Land holen. Und der letzte Beweis, dass Putin für Frieden ist, ich glaube, den konnte jeder vor dem 9. April letztes Jahr, also 22, sehen. Denn dort hat ja Selenskyj gefordert, dass Russland sich aus allen Besetzten, aus allen, komplett zurückzieht. Und das wurde bei uns in den Medien ja auch gebracht. Als das aber Erfolg hatte, als Putin gesagt hat, einverstanden, da, Kanjeschna, und nicht Niet, sondern kein Problem, da hat man in den Medien bei uns nichts mehr gehört, nichts mehr gelesen, nichts mehr gesehen, denn es war der britische Premierminister Boris Johnson, der am 9. April nach Kiew gereist ist, um zu sagen, wir sind noch nicht so weit im Westen für den Frieden. Und dann hat die Ukraine diese Friedensverhandlungen gestoppt. Es war aber also der Werte-Westen, der gesagt hat, wir wollen diesen Krieg nicht nur anzetteln, wir wollen ihn jetzt auch noch nicht beenden.
Diese Kriegslügen, die werden natürlich gepflegt. Die entstehen nicht durch Zufall. Schon damals diese Geschichte mit dem Urankauf in Niger beim Irakkrieg, das war natürlich kein Zufall, sondern dieses Papier musste ja irgendjemand geschrieben haben. Das heißt, diese Fälschungen können nicht durch Zufall entstanden sein und auch die ganzen anderen Kriegslügen sind Absicht. Genauso sind die anderen, also neben der Lüge, die Amerikaner wollten keine Hegemonie, während die natürlich viele, viele Basen haben und 800 Milliarden Militäretat. Umgekehrt, die Russen haben eben nicht diesen Militäretat, vielleicht 10% davon und haben keine so vielen oder kaum Militärbasen im Ausland. Das, neben dieser Lüge, das seien die Russen, die Hegemonie wollen und nicht die Amis, sind auch andere Dinge gelogen, wie zum Beispiel, dass man den Russen unterschoben hat. Sie hätten in Butscha die Leute ermordet, was keineswegs bewiesen ist. Im Gegenteil, es gibt Belege, auch wenn sie im Internet versucht wurden zu löschen, nämlich das Video des Bürgermeisters von Butscha, bekanntlich kein Russe, sondern ein Ukrainer, der gesagt hat, die Russen sind weg, alles in bester Ordnung. Und der Bürgermeister wäre mit Sicherheit gemeldet worden, wenn da Leichen gelegen hätten. Das heißt, nach dem Abzug der Russen lagen dort noch keine. Und wenn das nicht reicht, sage ich mal, dann kann ja jeder auch noch sich die Drohnenbilder der ukrainischen Polizei ansehen, wo auch keine Leichen drauf sind. Oder kann mal prüfen, es gibt ja angeblich Satellitenbilder. Ich habe immer noch keines, es soll eines geben, ich habe leider noch keines. Denn dann könnte ich prüfen, ob die Leichen auch an der Stelle liegen. Es kann ja sein, dass vorher irgendwo 5 oder 10 Leichen liegen, aber nicht unbedingt genau die 300 Leichen, die dann vom Spiegel fotografiert wurden. Und das erst wäre der Beweis, dass die Leichen vorher genau dort waren. Den gibt es nicht. Genauso ist natürlich Minsk II eine Heuchelei gewesen, wie wir von Frau Dr. Merkel gehört haben. Es ging nicht um den Frieden, das sollten die Russen nur glauben, damit man Zeit gewinnt, um Waffen zu liefern. Auch Völkerrechtsbruch. Und ich möchte jetzt, ich habe schon angedeutet, Herrn Melnyk noch zitieren, weil ja mir immer vorgeworfen wird, wie zum Beispiel vom Südkurier, ich sei so mehr oder weniger Holocaust. Ich sei da also rechtsoffen oder so, weil ich ja auch mit Leuten mich unterhalte, die so rechtsoffen sein sollen. Abgesehen davon, dass die sie da zitiert haben, sich auch gegen den Holocaust ausgesprochen haben. Abgesehen davon gibt es das Gegenteil, nämlich den Beweis, dass unsere Regierung sich mit diesen Rechtsoffenen abgibt, mit zum Beispiel Herrn Melnyk, ohne sich von ihm deutlich zu distanzieren. Was ist Herr Melnyk für einer? Das war der Botschafter hier. Und was hat Herr Melnyk gemacht? Warum bezeichne ich den als rechtsoffen? Und warum sage ich, man sollte sich von dem deutlich distanzieren, wenn man nicht nazinah genannt werden will? Ganz einfach, er hat am Grab von Herrn Bandera, den wahrscheinlich die meisten hier kennen, tausendfacher Mörder, Juden und Russen hat er umgebracht. An dessen Grab hat er Blumen niedergelegt und leugnet dessen Holocaust-Beteiligung. Und der, wie gesagt, der ist nicht rechtsradikal. Ich bin's, weil ich gegen den Angriffskrieg bin, gegen Vorbereitung von Angriffskrieg, gegen Einfädelung, gegen Bürgerkrieg und auch gegen den der Russen. Deswegen bin ich rechtsoffen. Haha. So, und noch ein Zitat von Melnyk. Herr Melnyk, was hat er gesagt zu dem, was Professor Dr. Peter Brandt, also der Sohn von Willy Brandt, der schuldig ist, mitschuldig, dass wir jetzt hier stehen? Ohne die Brandtsche Ostpolitik würde ich hier nicht stehen. Was hat der geschrieben? Der hat gesagt, wir sind für Frieden, kann jeder in dem Brief nachlesen, ein Brief an den Bundeskanzler. Der redet übrigens heute, der Professor Brandt, in Hamburg. Und der hat also als Aufforderung, wir müssen jetzt schnell einen Waffenstillstand erreichen. Was hat Herr Melnyk dazu gesagt? Ich zitiere. Schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen schnellen Waffenstillstand zu erreichen. Zitat Ende. Also wir sind alle senil, ich sehe hier auch die Jüngeren. Ich bin auch wahrscheinlich senil, weil ich einen schnellen Waffenstillstand für viel besser halte als für ein langes Sterben. Und in Wahrheit geht natürlich Frieden nur mit allen.
Der Südkurier hat übrigens in der Ankündigung meiner Rede damals in Überlingen schon behauptet, der Veranstalter in Osnabrück, also einer vorangegangenen Veranstaltung, habe sich anschließend von meiner Rede distanziert. Der Veranstalter hat aber dann an diesen, das war damals die Nordwestzeitung, den geschrieben, ich habe mich überhaupt nicht von dem distanziert. Der Wortlaut können Sie auf Band anhören, also ich habe das sinngemäß im Kopf, lautete das, was er gesagt hat, muss man alles berücksichtigen. Das ist kein Distanzieren. Dann hat die Nordwestzeitung das korrigiert, hat das richtige Zitat geschrieben und der Südkurier hat die Lüge wiedergebracht. Man kommt also nicht dagegen an, bei unseren perversen Medien, dass man verleumdet wird. Diese Lügen sind zum Teil sehr geschickt. Nehmen wir das nächste NATO-Manöver, was jetzt geplant ist, das größte Verlegemanöver, das die NATO jemals gemacht hat. Ist es eine sinnvolle Sache oder ist es eine reine Propagandalüge? Das ist das Zweite. Warum ist es eine reine Propagandalüge? Weil es nur eine Drohung mit Weltkrieg ist, der, wie ich vorher gesagt habe, nicht begonnen werden darf und der sicher durch Russland nicht begonnen werden will. Deswegen sagt ja Putin, ich werde nicht die NATO angreifen und man sieht ja, was er alles tut, damit der Fall nicht eintritt und was die Polen tun, damit der Fall doch eintritt mit ihrer Rakete. Schon die Drohung, ich komme nochmal auf unsere Bundesregierung zurück, schon die Drohung, wir wollen Russland ruinieren, ist eine schwere Straftat, wegen der man ins Gefängnis sollte, denn es ist kriegsförderlich. Und nachdem die Rechtslage so eindeutig ist, Herr Haltenwang, hören Sie gut zu, ich rufe alle Bundeswehrangehörigen dazu auf, den Gehorsam zu verweigern, wenn wir am Krieg mitwirken, ohne durch Russland vorher angegeben worden zu sein. Warum ist dieser Aufruf nicht nur zulässig, sondern nötig? Nun ganz einfach, wir haben ein Grundgesetz, das gilt noch zumindest in Teilen, auch wenn es oft gebrochen wird, aber es gilt auf dem Papier. Und auf dem Papier steht Artikel 25 und der lautet, dass das Völkerrecht Vorrang hat. Wenn also die Bundesregierung befiehlt, wie damals 2003 mir, dass man an Verbrechen mitwirken soll, gibt es nur eines, den Gehorsam verweigern. Und ich rufe auch alle anderen auf, alle, die hier stehen und die zuhören, das wird sich sicher, weil ich doch recht deutlich war, im Internet etwas verbreiten. Ich rufe also alle auf, auch an der Eskalation nicht mitzuwirken, sondern auch die Eskalation verbal und sonst wie abzulehnen. Ich weiß, dass das gefährlich ist, was ich sage, weil die Wahrheit sagen endet ja manchmal mit Gefängnis. Sehen wir nur Julian Assange, der nichts anderes gemacht hat, als Verbrechen anzuprangern. Der ist der Böse, nicht die Verbrecher. Der ist böse. So ein Schmarrn. Damit bin ich beim letzten Punkt. Wenn jetzt einer herausgehört hat, ich behaupte ja, dass die Russen gar nicht anders konnten, als den Krieg zu führen, laut Herrn Burns zum Beispiel und viele andere, Mearsheimer. Wenn einer jetzt herausgehört hat, ich bin auch gegen die Sprengung der Pipeline durch die USA, ich bin gegen das Befehlen von Angriffskriegen, einfädeln und die Bundesrepublik daran beteiligen an Angriffskriegen, dann könnte einer ja sagen, also müssen wir jetzt die Amerikaner als Feinde betrachten und die Russen als Freunde. Nein, liebe Friedensfreunde, das müssen wir nicht. Wir müssen mit keinem Land dieser Erde in Feindschaft leben wollen. Danke für den Applaus an dieser Stelle. Wir müssen mit allen Menschen und allen Ländern auf dieser Erde versuchen, Frieden zu bekommen, in Freundschaft zu leben. Das muss uns aber nicht gelingen, dass wir Freundschaft mit allen haben. Es würde genügen, wenn wir eine friedliche Koexistenz hinkriegen, auch mit den USA. Und es gibt in den USA viele, die heute so reden wie ich und sagen, wir wollen Frieden, schließen wir uns mit denen zusammen, bauen wir die Brücke, die Herr Biden abgerissen hat, neu, aber bitte nur mit den Vernünftigen, nicht mit den Verbrechern. Dankeschön.